Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Wir bauen jetzt erstmal diesen Baum hier ab und dann gucken wir mal, was ist denn eigentlich mein liebstes Supercell-Spiel? Und ich habe eben mal so geguckt, hab mal so geguckt, was denn bisher überhaupt für Supercell-Spiele kam. Da gab es ja auch irgend noch eins, boah, wie hieß denn das nochmal, was sie irgendwann mal gebracht haben, was das dann aber irgendwie niemals in den Final Release geschafft hat. Wie hieß dieses Spiel? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine nicht Brawl Stars. Ich meine ein anderes. Ah Mann, wie hieß denn das? Keine Ahnung. Also, ich habe im Community-Tab gefragt, was ist denn dein liebstes Clash of Clans, dein liebstes Supercell-Spiel? Und aktuell haben 2741 Leute abgestimmt und Clash of Clans ist mit 75% auf Platz Nummer 1. Brawl Stars hat 4%, Boom Beach hat 3%, Heyday hat 4%, Clash Royale hat 14% und Clash of Clans hat 75%. Und ich werde am Ende dieser Folge auf jeden Fall nochmal den aktuellen Stand einblenden, denn die läuft noch nicht so ganz so lange, die Umfrage, gerade mal eine halbe Stunde. Also, wenn diese Folge 15 Minuten geht, dann kann sich da auf jeden Fall noch ein bisschen was tun. Bin mal gespannt und... Also, das sind die Spiele, die Supercell rausgebracht hat. Mann, wie hieß denn dieses Spiel? Mann, warte, ich google das jetzt mal. Das lässt mir jetzt gerade einfach keine Ruhe. Das lässt mir jetzt gerade einfach keine Ruhe. All Supercell Games. So. Da bin ich mal gespannt. Also, was sagt er mir? Brawl Stars 2017, Clash Royale 2016, Boom Beach 2013, Clash of Clans 2012, Heyday 2012, no. Da fehlt doch eins. Irgendeins, Smashland, das war's. Smashland wurde damals gekillt. Das war das. Ja, das habe ich jetzt natürlich hier nicht aufgenommen, weil wer hat das schon damals gespielt? Vielleicht eine Handvoll Leute, ein paar YouTuber oder so. Das war's dann im Endeffekt schon. Also, das sind die Spiele und ich muss jetzt mal eben wieder zurück in meine Übersicht gehen. Da ich ziehe so. Also, was ist denn bei mir der letzte Platz? Der letzte Platz ist bei mir aktuell eigentlich noch Brawl Stars, weil, wie gesagt, das Spiel, es ist sehr fraglich, ob es das Spiel jemals im weltweiten Release geben wird. Das ist wirklich, wirklich sehr fraglich. Ich glaube, also dieses Jahr definitiv nicht mehr. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Da wird sich dieses Jahr auf jeden Fall gar nichts mehr tun. Deswegen, eigentlich ein ganz cooles Spiel, aber leider tut sich da gar nichts und von daher ist das für mich aktuell, ich habe ja gestern eine Folge gemacht, aber das Spiel ist aktuell wirklich so irrelevant für mich, weil sich da wirklich gerade nichts tut. Was sehr schade ist, was wirklich sehr schade ist, weil das Spiel gut ist. Eigentlich ist es gut, es ist ja auch nur von den Supercell-Spielen jetzt auf dem letzten Platz, es ist ja trotzdem noch ein gutes Spiel. Also es ist trotzdem noch ein gutes Spiel, nur ist es von den Supercell-Spielen halt auf dem letzten Platz, aber trotzdem... muss man sagen, es ist ein gutes Spiel. Und ich habe gerade, zum Glück habe ich noch ein paar, konnte ich noch ein paar klonen von meinen Ballons. Also, das war der letzte Platz, leider an Brawl Stars. Und der vorletzte Platz geht an Clash Royale. Weil das Spiel mir mittlerweile eigentlich keinen Spaß mehr macht. Und wenn ich es mit den anderen Spielen vergleiche, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ihr dürft da natürlich, oder sollt da natürlich auch gerne eine andere Meinung haben. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist natürlich auch sehr stark davon abhängig, wie viel habe ich die einzelnen Spiele gespielt und so weiter und so fort. Persönliche Vorlieben und so weiter. Also, der vorletzte Platz geht auf jeden Fall an Clash Royale. Da konnte auch der Clankrieg nichts mehr dran retten. Da ist für mich irgendwie persönlich auch der Zug abgefahren, wo ich sage, nö, da ist nichts mehr, da passiert nichts mehr. Und deswegen der vorletzte Platz für Clash Royale. Dann Boom Beach. Eigentlich ein recht cooles Spiel, aber irgendwie... Ich hatte bei Boom Beach immer so das Gefühl, dass es niemals richtig so aus dem Schatten von Clash of Clans raustreten konnte. Du hattest immer dieses Spiel Clash of Clans, was eigentlich ja immer alle gespielt haben. Und dann haben sie es versucht, so ein bisschen ins Moderne reinzubringen. Haben natürlich, das ist ja gut, das Spielprinzip ist natürlich auch ein anderes bei Boom Beach, aber man hatte irgendwie immer das Gefühl, das ist so der kleine Bruder von Clash of Clans, hatte ich so zumindest das Gefühl. Es gibt natürlich auch viele Leute, die nach wie vor noch Boom Beach spielen, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, so richtig aus dem Schatten getreten von Clash of Clans ist es nie. Das, was ja eigentlich Clash Royale geschafft hat, aus dem Schatten von Clash of Clans zu treten. Obwohl, es ist dann relativ schnell wieder abgeschmiert, so nach 2 Jahren, denke ich mal. Während Clash of Clans sich ja eigentlich immer noch ganz gut hält. Und sie haben ja auch noch dicke Updates angekündigt bei Clash of Clans, aber da kommen wir später noch drauf. Deswegen Boom Beach, ja, so ein bisschen immer der kleine, sag mal, der kleine Bruder von Clash of Clans, aber ein wirklich sehr gutes Spiel, das muss ich auch sagen. Also ich habe es ja auch mal einige Zeit gespielt. Es ist wirklich ein super Spiel. Es macht sehr Spaß, da ist eigentlich alles stimmig. Nur, es hat auch wieder so eine Zeitfrage, ne?
Clash of Clans nimmt sehr, sehr viel Zeit ein, wo ich dann noch Clash Royale gemacht habe. Klar, das nimmt auch wieder ziemlich viel Zeit ein. Und irgendwann hast du dann halt, da fehlt dann halt die Zeit einfach. Da fehlt dann einfach die Zeit, um noch ein bisschen was weiterzuspielen. Und ich will dann auch nicht so halbherzig irgendwelche Spiele aufnehmen oder so. Von daher, ja, das ist dann leider so der Fall, dass das dann nicht anders geht. So, Moment, wir gucken. Ein davon, ein davon, einen davon und noch einen. Was hatte ich noch? So, das passt. Und wir machen auf jeden Fall noch einen Angriff. Ich habe ja gerade fast nichts benutzt. Also, das war der drittletzte Platz. Oder man kann auch sagen, der Platz auf dem Podest für Boom Beach. Und jetzt kommt eigentlich. Ah, der geheime Winner. Der geheime Winner. Der geheime Gewinner dieser Umfrage eigentlich. Heyday. Habe ich nicht oft gespielt, aber. Das ist so für mich der Inbegriff des Casual-Spiels. Also wirklich, da stimmt alles. Bei Heyday stimmt einfach alles. Und bei Heyday kann ich auch durchaus verstehen, dass es da eine riesige Fangemeinde gibt, weil das Spiel einfach geil ist. Nur auch wieder so eine Zeitfrage, wann soll ich es spielen? Also, wenn ihr wollt, dass ich mal Heyday aufnehme immer wieder, könnt ihr mir gerne mal einen Kommentar da lassen. Ich habe echt wenig Ahnung von dem Spiel. Aber wenn ich es immer gespielt habe, dann hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das ist ja im Grunde die Hauptsache. Also. Du musst ja nicht der Profi sein in den Spielen. Ich bin ja auch beim Angreifen bei Clash of Clans nicht der Oberprofi. Es geht einfach darum, macht dir das Spiel Spaß oder macht es dir keinen Spaß? Und Heyday, da ist wirklich auch. Ja, das Spiel, das stimmt nicht. Meiner Meinung nach, das stimmt es einfach von vorne bis hinten komplett. Also, du hast wirklich nicht. Das hebt sich ja auch ab von Clash of Clans und so ganzen Spielen. Du hast keine Angriffe und sowas in dem Sinne. Also, es ist einfach ein richtiges Casual-Spiel, wo du dann einfach mal abschalten kannst. Du machst dein iPad, dein Tablet, dein Telefon an und spielst einfach eine Runde Heyday und bist da in dieser kunterbunten Farmwelt und kannst einfach mal die Sorgen vergessen. Noch überspitzter kann man es jetzt eigentlich ja gar nicht mehr darstellen. Also Heyday ist auf jeden Fall der verdiente Platz 2, muss man wirklich sagen. Für mich jetzt. Für mich persönlich. Ich aktualisiere auch gerade mal die Umfrage. Jetzt sind es schon 3.371 Stimmen. Und Heyday ist leider immer noch auf dem vorletzten Platz, leider. Boom Beach ist auf dem letzten Platz, hätte ich nicht gedacht. Brawl Stars hat 4%, Boom Beach hat 3%, Heyday hat 4%. Unglaublich. Aber Clash Royale ist auch sehr, sehr weit abgeschlagen. Ich meine, gut, es ist eine Umfrage unter meiner Community und meine Community ist halt hauptsächlich. Besteht halt hauptsächlich aus Clash of Clans-Spielern, das ist halt so. Aber Heyday muss ich sagen, wenn ihr mal wollt, dass ich mal wieder eine Runde Heyday aufnehme und wenn ihr wollt, dass ich den jetzt hier zerstöre, dann gebt einen Like. Nein, dann werden wir das jetzt tun. So, mit meiner neuen Super-Taktik werde ich die Luftabwehr zerstören, werde ich die. Was werde ich hier noch zerstören? Viele coole Sachen. Viele coole Sachen werden wir jetzt hier zerstören. Moment, so, zack und zack. Oh, zack und. Moment, zack. So. Wir werden jetzt einiges zerstören an Zeugs, nämlich werden wir außen ein bisschen was wegmachen. Dann werden wir unsere Mauervernichter vorschicken und werden dahinter, Moment, die drei setzen. Zack, und zack, und zack. So, jetzt geht er alle schön in die Mitte rein. Und, oh, okay. Momentum. Das darf natürlich jetzt noch nicht passieren, eigentlich. Wobei, wir gehen sowieso auf die. Ja, okay. Wir machen sie mal einmal unverwundbar. Jetzt sind sie sowieso tot, die Ballons, das ist okay. Und jetzt kommt gleich das überraschende Effekt. Das überraschende Effekt, das gibt es überhaupt nicht im Deutschen. Nämlich die Ballons, die aus dem Mauervernichter kamen. Die sind nämlich sehr stark. Machen auch ein bisschen was kaputt. König kann nicht zünden. Läuft. Und jetzt freezen wir nämlich nicht nur das Rathaus, sondern freezen gleichzeitig auch noch den Inferno-Turm und den X-Bogen. Und dann würde ich mal sagen, Rathaus, Tschüssikowski. So, jetzt haben wir nämlich schon 25% geholt. Jetzt müssen wir mal ein bisschen uns beeilen. Und zwar werde ich es jetzt so machen. Eins, zwei, drei, dahin. Zack. Dass wir da ein bisschen schon mal aufräumen. Und eins, zwei, drei. Wir wollen ja alles haben, Leute. Ne? Ist ja kein Geheimnis, dass wir hier alles haben wollen. So, Klöni rein. Einen Zauber da rein. Einen Zauber da rein. Dass wir da ein bisschen schon mal aufräumen. Oh, hier. Pass mal auf. Pass mal auf, jetzt kommt Trick 17. Ja, alles drei auf einmal gefreezed. Das sollten 3 Sterne werden. Ich bin ziemlich optimistisch, dass das reicht jetzt. Vor allem, weil die Hunde jetzt auch noch richtig gut tanken eigentlich für meine Ballons. Das müsste funktionieren. Ich habe ja auch noch 2 Babys. Die kann ich schon mal, da kann ich schon mal eins hinsetzen. Und oben auf den König. Oh, das wird, nein, das wird knapp. Ich hätte mehr erwartet. Ich hätte mehr erwartet. Ich hatte, glaube ich, nicht. Ja, die Eilzauber, die fehlten hier, glaube ich.
Deswegen wird es, glaube ich, leider nichts mit 3 Sternen, das muss ich zugeben, aber egal. Wir haben trotzdem einen ganz guten Angriff gemacht. Wir haben ja auch Platz 1 offen in der Liste und wer schlau mitgezählt hat, der wird jetzt gleich wissen, was denn unser Platz 1 ist. Ja, leider keine 100%, das ist ein bisschen ärgerlich, leider kriege ich das Lager auf der linken Seite nicht mehr. Aber insgesamt war es doch ein ganz solider Angriff, muss ich sagen, mit 81%. Er hat ja auch alles eigentlich voll, er hatte die Klarenburg voll, er hatte sonst alles auch, die Fallen waren alle geladen. Ja, ich muss diesen Angriff noch üben. Aber die Altzauber haben definitiv gefehlt. Also bei diesem Angriff mit den Lunzer brauchst du definitiv die Altzauber. Das ist wichtig. Aber wir haben ein bisschen wieder gefarmt. Ich werde auf jeden Fall auch gleich den König in Auftrag geben. Der muss hoch. Leider kann ich den Klarkrieg da nicht mitmachen heute Abend. Das ist schlecht. Aber was? So ist das Leben, Leute. So ist das Leben. Man kann nicht immer alles haben. 231.000 Dunkles haben wir jetzt. Ich werde aber nochmal eben jetzt schnell. Geil, Alter. Ich habe noch so viel in der Klarenburg. Ich werde jetzt den Trank einwerfen. Nein, Moment da. Moment da. Ich werde erstmal die Loons anfordern. Werde jetzt einen Trank einwerfen. Werde mir vielleicht noch einen Trank snacken, wenn es hier noch einen gibt. Jupp. Und dann werden wir gleich noch auf den Platz 1 kommen. Und dann werde ich euch auch erklären, Leute, warum er denn der verdiente Platz 1 ist. Wir werden nochmal die Umfrage nochmal aktualisieren, damit wir am Ende nochmal sehen können, wie sich das Ganze entwickelt. Wobei, jetzt selbst bei 3.700 Stimmen hat es sich nicht mehr eigentlich verändert. Aber okay, wir machen einen kurzen Cut, sehen uns gleich wieder, bis gleich. Wobei, nein, das bringt gar nichts, das ist noch so lange, bis das dauert. Wir können ruhig nochmal ins Nachtdorf, fällt mir gerade ein, weil das Nachtdorf habe ich echt vernachlässigt in letzter Zeit. Und dann werden wir mal sehen, warum Clash of Clans trotz des Nachtdorfs bei mir Nummer 1 ist, weil die Updates einfach stimmen. Und ich hoffe mal, wir werden dieses Jahr noch zwei große Updates sehen. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir noch ein riesiges Update sehen werden, weil sie hatten es ja angekündigt. Und Zitat Darien, du willst Ende des Jahres auf Rathaus 12 sein. Das bedeutet für mich, dass eigentlich Anfang des Jahres, des neuen Jahres, auch wieder irgendwas Dickes kommen muss. Weil ja, sonst hätte er das ja nicht gesagt. Sonst hätte er nicht gesagt, du willst unbedingt auf Rathaus 12 sein. Warum solltest du das sein? Also das macht ja sonst keinen Sinn, wenn er dann sagt, willst denn unbedingt Rathaus 12 sein? Warum willst du unbedingt Rathaus 12 sein? Was hat das für einen Sinn? Du willst Ende des Jahres Rathaus 12 sein. Warum? Also wenn da nicht irgendwas Geiles kommt, was dann irgendwie für die oberen Rathausstufen ist, also zumindest für Rathaus 11 oder 12, in diesem Fall ja eigentlich primär für Rathaus 12, warum sollte er das dann sagen? Das ist halt immer das Geile bei Clash of Clans, dass immer diese Updates, immer dieses zwischen den Zeilen lesen und dann sich fragen, was kommt denn da jetzt, und wir fehlen übrigens, was kommt denn da jetzt und was sagen, wollen sie uns mit diesem Satz sagen und warum haben sie das jetzt gesagt und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ganz cool. Und ja, wir werden jetzt, denke ich mal, leider verlieren, auch wenn ich noch einige von den, oh, ich hatte noch so viele Luckys übrig, aber die werden es natürlich alleine nicht reißen können. Oder vielleicht doch? Moment. Nein, es wird ganz knapp werden. Nein, so knapp. Ist egal. Ist egal. Ist ja nur Nachtdorf. Ist ja nur Nachtdorf. Ist ja nur Nachtdorf. Lol. Okay. Hat er mich mal eben zerstört? Ich meine, ich mache mir eh nichts aus dem Nachtdorf, von daher. Aber ich kann die Mauern noch machen. Habe ich tatsächlich noch Mauern auf unterem Level? Auf Level 1? Lol. Okay. Ihr seht, ich gucke nicht so oft hier rein. Also habe ich jetzt einen Mauerring für diese Mauern verwende. Alles klar. Ja, auf jeden Fall. Kann ich denn noch irgendwas ausbauen? Ich glaube, wir müssen den König tatsächlich ausbauen. Aber wie gesagt, Clash of Clans auf Platz 1. Ich werde gleich noch mal eben einmal die Umfrage aktualisieren. Und ich gucke wie mal. In einem Tag, 21 Stunden, sind wir in der suchenden Luftmine fertig. Das dauert allerdings zu lange. Bedeutet, wir machen jetzt noch eine Mauer. Beziehungsweise, wir sammeln jetzt alles ein. So. Und machen jetzt... Nein, ich kann keine zwei Mauern machen. Oh, ist das ärgerlich. Das ist ja mal richtig... Also ich kann schon zwei Mauern machen, ich meine, ich kann keine drei machen. Aber ist egal. Wobei, Elixier farm ich eh nicht so viel. Wir haben 240.000 Dunkles. Bedeutet... Kleiner Mann, du gehst jetzt auf jeden Fall erstmal Penski für 7 Tage. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Episode. Schaltet auf jeden Fall später nochmal rein. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Macht es gut. Tschüss. Throw that thing from left, right, side to side. All my friends are here. Play my favorite song right back on top. And the next of a style. Music bumping.